Jo, bevor das Video beginnt, Leute, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, mein Merch gibt's bei Streamlabs OBS, den Link seht ihr hier eingeblendet, zu kaufen. Ich habe das Ganze so günstig wie möglich gehalten. Nur, ich möchte auch ein kleines bisschen verdienen. Also habe ich die Preise auf maximal 4 Euro angehoben von dem Minimum, was Streamlabs mir vorgehalten hatte. Ich hoffe, ihr findet den Merch geil, unterstützt mich doch. Nebenbei habe ich auch jetzt eine Patreon-Seite. Link alles in der Beschreibung, Leute. Danke für euren Support. Viel Spaß beim Video. Jo, was geht, meine lieben Zocker-Junkies? Erno ist wieder hier und wieder mit den Zockermaschine eine Runde F1 Waystars. Ich weiß, wir haben eine Menge Fans da draußen, was dieses Spiel angeht. Die damaligen Videos in der Gruppe kamen ja Bombe an, Leute. Also wirklich, mittlerweile mehr als über 100 Klicks pro Video. Auf den meisten jedenfalls davon. Wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall mehrere Videos davon haben auf jeden Fall gut Support bekommen. Die sind mega angekommen und ich würde sagen, das versuchen wir mal wieder zu beleben, Leute. Oh, absolut wieder mal die Strecke nicht im Kopf. Jeden Fall das Geschenk. Ey, das ist doch nicht wahr, oder? Ich bin mit den Teleporter gefahren. Und wo lande ich? Mit den Teleporter? Letzter Platz. Ja. Den wird er, glaube ich, auch hoch noch verwendet. Ich finde aber Großbritannien. Ach. Da habe ich das Video nicht bekommen. Großbritannien ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Strecke, finde ich. Ich fand die eigentlich tatsächlich so mittelmäßig einfach. Also das schwierig fand ich die jetzt nicht. Nee, im Großen und Ganzen ist die auch nicht schwer, aber in der Fabrik selber, da ist absolut. Ja gut, die Fabrik schon, ja. Ich hab ihn da auf den ersten gecheatet. Was meinst du für drei? Also, ich hab's auf Insta schon gepostet. Für 3 Euro das Spiel. 3,50 €, so. Das geht eigentlich gleich. Ich glaube, ich hab's noch bei. Ich weiß nicht, ob es war. Du hattest das damals von mir für auch bekommen. Da war das, ja, glaube ich, da sogar für 2 Euro noch was im Angebot. Das will ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe es aber nicht von der Seite geholt. Ich habe es von der anderen Seite mitgeholt. Ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich meine, du hättest es von mir bekommen, aber. Ja, von der habe ich es bekommen. Ja, das ist ja auch nicht so wichtig. Das Ding ist einfach, dass man die Full-Version mit allen DLCs für wenig Geld bekommen kann. Ja, ich habe mir auch so auf Steam geguckt, ich glaube, es wird normal irgendwie 50 Euro kosten, glaube ich. So wie ich das gelesen hatte. Ich weiß es eigentlich gar nicht, wie viel jetzt auf Steam, aber selbst 15 Euro. Aber auf Steam kriegst du nur die normale Version, ohne. Da kriegst du nur die normale DLCs. Also ich kann hier definitiv nur auf die Instant Gaming Seite verweisen. 3,50 € alle DLCs am Start. Also ganz ehrlich, Leute, günstiger kriegt das nicht. Ach komm, Alter, das ist doch wieder lächerlich. Direkt wieder 100 Bubbles, Alter. Wieder eine Bubble, Alter. Das ist doch abartig. Zweite Runde, du bist Dritter, Alter. Und das Erste, was sie machen, die penetrieren wie so ein Opfer, weißt du? Ja. Und dann drücken sie dir 100 Bubbles rein, Alter. Ja, ist nicht mehr das Gleiche. Wenn du mal über die Erste warst, kam sofort ein blauer Stachy. Für dich, und dann warst du schon wieder vorbei. Die Rakete hat mal gar nichts gemacht. Um einen Platz besser geworden. Yeah. Wow. Ja. Noch eine Rakete. Toll. Oh, aber die haut rein, Alter. Die haut rein.
Liebe geht aus. Willst du da reingehen? Mich auch flachsen, ne? Kann das sein? Da haut er mich hier in die Wiese rein, damit ich langsamer werde. Nicht? Karma, Schlampe. Hab bestimmt mal Platz da für den Bro. Wahrscheinlich. Ah! Ah, Rakete, Alter, Rakete! Ey, vorn viel Rakete hört auf. Ich lande nochmal in der Bubble. Erstmal nur Lewis Hamilton drauf. Da mir geht das jetzt auch nicht unbedingt klar. Das ist dann immer so eine Momentsache, dass ich mich für 3 Sekunden mal kurz aufrege, wie gerade eben 100 Bubbles in den Arsch geschoben bekommen, so wie eine Nutte gewisse Scheinchen. Ja, mal sehen, was die nächste Runde bringt. Was ich aber auch sehr bemerkenswert finde, wenn du Runden oder Strecken gespiegelt fährst, dass sich's echt so anfühlt, als würdest du eine völlig neue Strecke fahren. Ja, weil du halt einfach nicht gewöhnt bist. Ja, aber bei Mario Kart kannst du das ja auch machen. Ne? Ja. Und ja, dann musst du erst den Kampf freischalten dafür. Ja, aber weißt du, da finde ich's jetzt, ich sag mal, ja, du merkst es halt. Das ist dann nicht so extrem wie hier. Also, wenn ich hier gespiegelt fahre, oh ja, nice, ich bin direkt mitten durch die Geschenke, aber nicht da, wo es Geschenk halt ist. Also, warte ich mit durch. Hui, X die Rakete, wie zu lutschen sagen würde. Und gleich doppelt auf Bord. Ich geb dir die Bubble und was passiert mir? Ich krieg auch eine. Ich weiß es selber noch. Nee, ich bin dann da gegen dich geknallt, weil ich selber eine Bubble abbekommen hab. Ja, messen. Ja, wieder eine Bubble. Noch Alter. Die nächste. Also hier geht's wirklich ab. Mehr Bubbles als wie ein Bubble Tea, sagst du? Wahrscheinlich. Ey! Wieder eine Bubble! Nein! Ich komme aus der Rede raus und krieg 2 Bubbles ab, wahrscheinlich. Noch eine Bubble. 1 Sekunde. Also, das rage jetzt wirklich. Ich merke das schon. Sind wir keinen Schaden an? Ja, das wäre jetzt anders belasten. So, Rakete. Ey, ich versuch 20 Mal diese scheiß Rakete zu starten, weißt du? Ja, wir kicken nicht mehr. Und dann werde ich andauernd weggerammt, Alter, und kann die Rakete nicht aktivieren. Bin Zweiter. Achtung. Da wollte mich jemand absnipern. Jo, ganz knapp. Nee, die alte K.
ist gerade wirklich voll auf den Keks. Verpiss dich! Oh, krass, hast du den Schutz aktiviert. Und der Port. Wir sind blaue Bubble gefahren. Scharfschütze. Wo kam die Bubble jetzt her? Ja. Die habe ich geschmissen. Oh shit, ich bin erster, letzte Runde. Passiert wahrscheinlich noch irgendwas. Irgendwas, was noch passiert. Ey, das ist nicht wahr! Ich bin die Achter, Alter! Ich glaub's doch nicht! Oh, sag doch euch, was wird noch passieren. Das ist immer so. Jetzt kriege ich einen Fünfter. Kriege ich nur eine einzelne Dings, Alter. Ach, ich glaub's noch nicht. Ganz knapp. Bin noch. Oh, hier. Ich hab's gerade gesehen. Ja, ganz knapp, Alter. Da bin ich jetzt mal auf die Zeit gespannt. Oh, ekelhaft, Alter, ich war erster. So, und damit würde ich sagen, willkommen zum letzten Rennen. Oh, also, mal gucken, ob es jetzt genauso spannend wird wie das letzte Rennen. Ich denke schon. Ja, das Game macht so viel Spaß, wie es einen zum Rage-Mode bringt, ne? Jo, auf jeden Fall. Und Start. Ich natürlich wieder mal Schlusslicht. Ja, die 300 CCM, oder? Und das ist, kann das einfach mal gerade da war schon scheiße schwer, um die Kurve zu kommen. Natürlich erstmal die Map im Kopf haben. Ich bin hinter dir, genau hinter dir. Alter, wo bist du denn hin? Ich mag das gerade. Bin ich aber richtig ins Ausgeflogen. Ja, nice. Speedhack ist da. Da können wir auch nicht zusammen. Ja. Aber genau, ich komme aus dem Port und komme in den Bubble rein, wahrscheinlich. Ja. Selbe wäre mir aber jetzt auch fast passiert. Ich wollte nicht viel abkürzen. Jo, zwei Raketen direkt nebeneinander. Macht Platz da für die Damen und Herren. Das habe ich dann gesehen. Und die nächste von dir? Nee, ich bin Rakete. Als Elfter.
Bots arbeiten doch komplett gegen einen, Alter. Ich mich schon, hab ich auch sogar zu mir. Ich komm raus und erstmal Impuls. Bubble, Alter. Ja. Gut, das kann man jetzt gewesen sein, tatsächlich. Kriegen tue ich dich jedenfalls nicht mehr. Alter, das Bubble-Fest. Ohne Witz, ey. Heftig. Echt Mist. Ja, aber es genau eine Sekunde hinter mir, Alter. dank der Rakete und den Sternen, ey. Naja, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus.